Hallo, ich bin Marco Müller-Stassig und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Paradiddle. Paradiddle ist tatsächlich ein sehr effektives Rudiment. Deswegen lohnt sich das Ding wirklich mal zu üben. Und zwar ist im Paradiddle alles drin, was wir brauchen, um unsere Technik wirklich nach vorne zu treiben. Wir haben Downstrokes, wir haben Upstrokes, wir haben kleine Doublestrokes und so weiter. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich dieses Sticking sehr gut dafür gebrauchen können, irgendwelche Grooves am Drumset zu spielen oder Tricky Fills auszuarbeiten, die toll klingen und eigentlich nur die Basis von einem Sticking sind. Nämlich rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Exemplarisch für den Paradiddle möchte ich erklären, dass viele Rudiments so heißen, wie sie klingen, wenn man sie tatsächlich spielt. Und zwar Paradiddle haben wir die vier Silben, vier Schläge, rechts, links, rechts, rechts, Paradiddle. Und der erste dieser vier wird akzentuiert, also durch eine große Note, die nach unten geht. Ich möchte dir nun ein paar Tricks zeigen, wie du das Tempo des Paradiddle wirklich erfolgreich nach oben treiben kannst. Wenn du diese Tricks beachtest, dann wirst du auch relativ schnell tolle Erfolge erzielen können. Ich beginne im Grunde genommen so, dass ich einen Downstroke spiele. Diesen Downstroke spiele ich so, dass ich nach dem Downstroke unten bleibe. Danach kommt der linke Schlag, der ist ja klein. Und nach dem linken Schlag nehmen wir die Hand direkt nach oben, damit wir, während die rechten Doppelschläge gleichkommen, schon bereit sind, den folgenden linken Akzent zu spielen. Und dann beginnt eigentlich alles wieder von vorne, nur mit der linken Hand halt beginnt. Linker Akzent, die Hand bleibt unten, damit ich gleich den Doppelschlag spielen kann. Nach dem zweiten Schlag, der jetzt ja mit rechts erfolgt, gehe ich direkt nach oben, damit ich für den kommenden Akzent gewappnet bin. Also das ist im Grunde genommen der Punkt, wo die meisten Leute den Fehler machen, dass sie quasi nicht die Hand nach oben nehmen, um den Akzent zu spielen, und dann verlieren sie nachher Zeit, um den Akzent zu machen. Ich übe das dann mit der Saite 38. Und zwar unterscheide ich zwei Arten des Paradiddle. Einmal den Paradiddle, so wie ich ihn dir gerade erklärt habe, mit dem Akzent auf der ersten Note, Paradiddle. Und zum anderen den Paradiddle ohne den Akzent auf der ersten Note. Dadurch ergeben sich wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 mit Akzent, Möglichkeit 2 ohne Akzent. Wenn ich zwei Möglichkeiten habe, kann ich wieder meinen Code anwenden auf meinem Achtelraster. Exemplarisch am ersten Takt wäre das Akzent, Akzent, kein Akzent, 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 kein Akzent, Akzent, kein Akzent. Das heißt, wir haben acht Möglichkeiten. In der Computersprache würde man mit 1 und 0 agieren. Und wir haben ja Achtel, Viertel, Achtel, Viertel, Viertel. Da sind da quasi zwischen den Achteln immer wieder Pausen. Das sind die Nullen und die Einsen sind quasi die Schläge. Also ergibt sich aus dem ersten Takt, das wäre dann 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Und ich spiele einen Paradiddle mit Akzent bei einer 1 und einen Paradiddle ohne Akzent bei einer 0. Das klingt dann folgendermaßen.
Der Vorteil bei dieser Übung ist, dass man sich irgendwann über dieses Sticking von Paradiddle überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Also, wenn man die Melodie in den Vordergrund stellt, dann ist das Sticking quasi im Unterbewusstsein. Und das wollen wir erreichen. Denn wenn wir das Sticking im Unterbewusstsein haben, dann können wir den Paradiddle auch instrumentieren. Denn für unsere Motorik ist es im Grunde genommen egal, ob ich einen Akzent auf der Snare spiele oder einen Akzent auf einem Tom. Denn ich bringe ja quasi das Instrument oder das Werkzeug Hand nur zu einem anderen Platz, aber die Bewegung ist die gleiche. Dadurch ergibt sich, dass ich die Übung, die ich dir eben vorgespielt habe, aufgrund des Achtelmodus mit den Akzenten und den Nicht-Akzenten am Schlagzeug sehr gut instrumentieren kann. Und zwar, der erste Schritt wäre zum Beispiel, dass ich die Akzente, die mit der rechten Hand zu spielen sind, auf dem tiefen Tom spiele und die Akzente, die mit der linken Hand zu spielen sind, auf dem hohen Tom spiele. Das klingt dann folgendermaßen. Exemplarisch für die erste Zeile. Wichtig ist, dass die Schläge auf der kleinen Trommel bzw. die kleinen Schläge auf der Snare Drum wirklich klein bleiben. Also genauso wie bei der Übung eben auf dem Drumpad. Das erreiche ich dadurch, dass ich die Bewegung nach dem Akzent und mit dem Wechsel zur Snare Drum so anlege, dass ich quasi den Schlägel nicht wieder hochnehme, sondern ich am Rand des Toms entlang gehe. Ob ich jetzt mit der linken Hand vom hohen Tom komme oder mit der rechten Hand vom tiefen Tom. Das sieht dann so aus. Also so. Links so. Also so. Auf gar keinen Fall den Schlägel wieder nach oben nehmen. Denn dann haben wir erstens mehr Schwung und zweitens brauchen wir mehr Weg. Und mehr Weg bedeutet mehr Zeit. Okay, nehmen wir zum Zwecke des Independence einfach mal ein Fußpattern dazu und zwar spielen wir mal unseren Samba-Pattern. Okay, also man kann mit dieser Übung natürlich dann direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Independence machen und so weiter. Achtet auf einen schönen Klang. Also wenn die Snare Drum zu laut wird, macht ihr irgendwas falsch. Der nächste Schritt wäre dann, ich spiele die Akzente mit den Becken und der Bassdrum. Ich habe jetzt das Fußpattern ein bisschen verändert, weil ich möchte, dass wenn ich einen Bassdrum, einen Becken spiele, dass ich dann auch gleich die Bassdrum dazu nehme. Dadurch habe ich die Hi-Hat immer nur auf und gespielt. Okay, das wäre der erste Teil. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ich habe gesagt, wenn das Pattern Paradiddle im Unterbewusstsein ist, dann kann ich auch meinen Puls bzw. mein Metrum verändern. Und zwar war bis jetzt ja der Paradiddle immer auf 16-Basis, also so. Die Hi-Hat ist mein Puls und die Snare Drum hat jetzt 16 gespielt. Jetzt verändern wir das mal. Jetzt spielen wir mal keine 16 mit der Snare Drum, sondern wir spielen dasselbe Pattern, aber wir spielen das jetzt triolisch. Das bedeutet, dass sich die Akzente nach jedem Puls um ein Achtel, Triolenachtel nach hinten verschieben. Das klingt dann so.
Und mach nicht den Fehler, den viele Schüler machen, dass sie jetzt ausrechnen, okay, ich habe eine Vierergruppe und bei jedem vierten Schlag ist quasi oder die Hi-Hat dann dabei. Also das ist quasi so, als wenn man falsch rum in die Einbahnstraße fährt und dann den Film andersrum abspielen lässt. Also man braucht den Puls und darauf setze ich mein Pattern, nicht andersrum. Ja? Okay. Das kann ich dann wieder genauso instrumentieren. Mit dem Sticking bin ich jetzt frei. Wenn ich das geübt habe, kann ich dieses Sticking einsetzen, wie ich will. Des Weiteren kann ich nun den Paradiddle auch über den Puls verschieben. Das möchte ich mal gerade zeigen. Und zwar war bis jetzt ja, wenn wir mal die 16. wieder hernehmen, waren die Paradiddle alle beginnend mit dem Einzelschlag auf dem Puls. Also so. Jetzt verschieben wir das Ding mal. Und zwar beginnen wir jetzt nicht mit dem Akzent bzw. mit dem ersten Einzelschlag, sondern wir beginnen mal mit dem zweiten Schlag. Und zwar mit dem rechten zweiten Schlag. Das heißt, es wäre das Paradiddle, was mit links beginnt, theoretisch. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten rechten Schlag. Also rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Das klingt so. Oder ich beginne mit den Doppelschlägen. Jetzt die linken zum Beispiel. Nicht nur einen Akzent auf den Toms, sondern zwei Akzente auf den Toms. Klingt so. Anderer Puls. Für Filz ist das ganz schön. Ich kombiniere das jetzt, dass man einen Akzent auf der Zählzeit macht mit nur einem Akzent pro Paradiddle auf dem ersten Schlag und dann den Folgeparadiddle mit zwei Akzenten. Das klingt dann so, auf den Toms verteilt. Und nun eine Mischung aus Akzent mit den Toms und Akzente mit dem Becken und der Bassdrum. Ich habe jetzt mal ein Accelerando gespielt oder mal das Tempo wieder reduziert. So habt ihr gesehen, dass man dieses Sticking wirklich so abrufen kann, wie man es rhythmisch gerade braucht. Okay, was kann ich mit Paradiddle jetzt groove-technisch anstellen? Also im Grunde genommen reden wir hier von Instrumentation. Geübt habe ich das Ding auf der Snare Drum. Ich habe die Akzente auf die Toms gelegt oder auf die Becken gelegt oder wie auch immer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man damit noch mehr machen kann und dem ist auch so. Und zwar lege ich jetzt einfach, ich spiele einen ganz normalen Paradiddle und lege jetzt einfach mal die eine Hand auf die Hi-Hat. Ich beginne mit dem Paradiddle auf der Snare und dann wechsle ich.
Wir sind jetzt hier schon im Ghost Note Bereich, ja? Also die Snare Drum spielt kleine Noten, die Hi-Hat spielt kleine Noten, wir haben Akzente. Der eine Akzent der linken Hand mutet schon so ein bisschen wie ein Backbeat an. Das soll es auch sein. Und ich spiele jetzt einfach zu diesen Pattern eine Bassdrum-Figur. Erstmal eine Bassdrum-Figur, wo der rechte Fuß zusammenkommt mit der rechten Hand. Das ist für mich motorisch leichter. Interessant wird es, wenn ich das mit einer abgestoppten Snare Drum mache und der Cowbell. Ich habe hier über meinem rechten Fuß eine Cowbell hängen, die ich sehr gerne nutze. Und das würde dann dieses Pattern, was ich gerade gespielt habe, klingt dann so. Kommt schon so ein bisschen in den Bereich Latin rein. So, jetzt haben wir eben ja schon mal den Puls bzw. das Sticking über den Puls verschoben. Und ich habe dir einen Schlägelsatz gezeigt bzw. ein Sticking gezeigt, was begann mit rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts und so weiter. Und das spiele ich jetzt nochmal und zwar genauso instrumentiert, wie ich das gerade gemacht habe. Das klingt so. Ihr seht, wo es hinführt, ja? Das ist eine schöne Latin-Figur. Das klingt eigentlich ganz cool. Mit ein bisschen Akzent da. Ich habe das geklaut, natürlich wieder, ja, von Steve Gadd aus dem Stück The Solo von dem. Das beginnt im Grunde genommen nach dem Groove-Teil genau mit diesem Sticking. Wir haben Paradiddle um ein Sechzehntel verschoben. Darauf folgt dann ein Six-Stroke-Roll. Das kann man sehr gut variieren, weil beide Stickings bei ihm gerne mit der rechten Hand beginnen. Und das klingt dann genauso wie am Anfang von diesem Video oder wie das, was ich dir jetzt hier vorspiele. Die ersten beiden Akzente der rechten Hand sind dann mit der Bassdrum unterstützt. Also. Ich finde dieses Pattern unwahrscheinlich schön, weil es so luftig klingt und trotzdem drückt. ja, so viel zum Thema. Erstmal Paradiddle, Anwendung. Worauf hast du zu achten beim Üben? Wo liegen die Fehler? Was kannst du damit machen? Natürlich gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten, dieses Sticking zu verwenden. Ich habe einen kleinen Auszug dargestellt, um einfach auch so ein bisschen Motivation zu schaffen, was kann man mit Rudiments und hier im Besonderen mit Paradiddle so alles anstellen. Wenn dir mein kleines Tutorial-Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Für Fragen und Anmerkungen stehe ich gerne zur Verfügung, unten in die Kommentare oder eine Mail persönlich. Darüber würde ich mich sehr freuen, genau wie aufs nächste Mal.